vor ein paar Wochen war man noch schwanger und jetzt bist du schon da. Oh, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob keiner kommt. Alles gut. Können wir rüber, ne? Man muss nämlich immer gucken, ob Autos kommen. Einmal nach rechts und nach links gucken, mein Schatz. So, brumm, 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 brumm. Ja, wenn du siehst, keine Maus. Oh, hallo. Hallo. Darf ich mal reingucken? Na klar, gerne. Ach, ist die süß. Ja, so alt ist sie noch nicht. Ganz wie Mama. Sieht oh, aus wie danke du. Dankeschön. Oh, ein Dankeschön, süßes das Baby. Freut mich. Ja, ja, sie ist total pflegeleicht. Oh, ja. Schön. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Hast du das gehört? Siehst du, wie sie aussieht? Du siehst aus wie die Mama. Also so langsam habe ich das Gefühl, dass sie sich jetzt so in der Rolle der Ehefrau sieht. Rosi, was machst du denn hier? Ich muss jetzt dringend mal mit dir reden. Worum geht's denn? Ja, du weißt doch ganz bestimmt, worum es geht. Es geht um Janine. Ah, okay, ja, ja, okay, okay, okay. Nicht okay, okay, okay. Weißt du, ich belaste mich die ganze Zeit damit und du kümmerst dich gar nicht darum. Wenn du es ihr nicht sagen wirst, dann werde ich es ihr sagen, ganz einfach. Ich bin doch schon dran. Ja, wie lange willst du denn noch dran sein? Das dauert ein bisschen. Hast du mal gesehen, wie psycho sie ist? Wie psycho? Ja, psycho. Guck dir doch mal ihren Blick an. Findest du nicht, dass sie total komisch guckt? Ja, alle Frauen haben so einen Psycho-Blick drauf. Guck sie dir doch mal an, was sie für einen Blick hat. Also wenn sie nicht psycho ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist eine ernste Sache. Also wie gesagt, du gehst jetzt zu ihr und wirst ihr das sagen. Ich hab dir doch eben gesagt, dass ich mich drum kümmere, okay? So, und jetzt verschwinde. Ich muss arbeiten. Ja, hallo Vera. Weißt du, was gerade passiert ist? Muss ich dir erzählen. Nee, nee, alles gut. Nein, ich bin mit der Ella unterwegs, ne? Und da kamen gerade ein paar Omis. Du, die halten mich ja alle für ihre Mama. Man weiß, wie toll das ist. Man, das ist total schönes Gefühl, wirklich. Ich fühle mich eigentlich auch wie ihre Mutti. Nein, ich bin nicht krank. Bist du doof? Man, das ist doch völlig normal. Ja, Alex liebt mich und ich liebe ihn und ich liebe Ella und das passt. Ich muss nur noch Katja irgendwie loswerden. Warum sagst du mal, dass ich krank bin? Du spinnst. Weißt du, letztens erst am Telefon und jetzt wieder, oder was? Ja, wir telefonieren dann nochmal, okay? Ja, tschüss. Na, Mama Janine. Ja, freust du dich? Janine ist offensichtlich verwirrt. Wer die Mutter eines Kindes ist, ergibt sich eindeutig aus der Geburtsurkunde. Dieser sogenannte Personenstand kann nur durch einen gerichtlichen Beschluss geändert werden, zum Beispiel bei einer Adoption. So. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade mit Ella wieder gekommen. Sie schläft jetzt. Ja, echt super. Dann konnte ich mich auch mal entspannen, ne? Entspannen? Wieso? Ella ist doch so ein tolles Mädchen. Das habe ich doch gar nicht. Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Sie ist mein kleines Mädchen. Ella ist immerhin noch die Tochter von mir und Alex. Vergiss das mal nicht. Ja, ist doch okay. Langsam übertreibst du es echt. Ja, wenn du meinst. Ja. Also langsam wird Katja wach, ne? Sie merkt schon, dass da was nicht stimmt. Apropos Alex, wie läuft's denn mit dir und ihm? Alles gut im Bett und so? Wie im Bett und so? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen intim, oder? Ich weiß nicht, was sich das angeht. Oh, hab dich doch nicht so, sonst hast du mir das doch auch mal vorher alles erzählt. Ja, aber es geht jetzt langsam wirklich zu weit. Was hast du denn da? Antifaltencreme? Hast du sowas nötig? Lass mal probieren. Ist das dein Ernst jetzt? Siehst du doch. Du nimmst einfach meine Sachen? Oh, hab dich doch mal nicht so. Nee, es geht gar nicht. Oh, es klingelt. Ich geh mal, ja? Ja. Hallo, guten Tag. Sind Sie Frau Steffen? Ja. Ich brauche noch eine Unterschrift. Ich bin jetzt unten im Keller fertig mit der Therme. Okay, ist denn da alles in Ordnung jetzt? Es funktioniert wieder. Super. Übrigens, sehr schönes Haus und alles wieder mit Schuss. Dankeschön. Sehe ich mit meinem Mann genauso. Auf Wiedersehen, Frau Steffen. Dankeschön und schönen Tag noch. Auch so. Wer hat mich Frau Steffen genannt? Oh mein Gott. Schatz, ich bin wieder da. Was ist denn? Was guckst du denn so? Ja, ich habe gerade Janine gesehen. Weißt du, hier war so ein Handwerker und sie hat sich als
mich ausgegeben. Sie hat so getan, als wäre sie ich. Sie hat gesagt, sie wäre deine Frau. Das hat sie wahrscheinlich nur gemacht, um dich zu entlasten, das alles einfacher zu machen für den Handwerker. Alles gut. Ich weiß nicht. Eigentlich mag ich sie ja, aber irgendwie in letzter Zeit ist sie wirklich komisch zu mir. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass sie Liebeskummer hat. Nee, das glaube ich nicht. Schatz, weißt du was? Wir sollten uns mal so richtig entspannen. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir eine Reise auf die Malediven machen. Oh, super. Unser erster Familienurlaub. Danke. Ich freue mich total. Das erzähl mal, Janine, dass du mit deiner Frau auf die Malediven fliegst. Da bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Janine, kann ich dir was erzählen? Ja, klar. So, es geht um Alex. Was denn los? Die Wogen haben sich anscheinend wieder was geglättet. Okay. Er hat mir eine Reise geschenkt zu den Malediven. Und ich bin so glücklich, dass es endlich wieder läuft. Ja, zu den Malediven. Wann denn? Wann? Jetzt demnächst. Und was ist mit mir dann? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wirklich, tut mir leid. Ich würde sagen, du bleibst hier einfach mal wohnen, umsonst natürlich. Und danach läuft alles so wie vorher, wie bisher. Ja, super. Ja. Sehr schön, Malediven. Freut mich. Was ist los? Hörst du nicht so begeistert an? Doch, ich freue mich total für dich. Drückt dich irgendwas? Ach, du weißt doch, ich habe ein bisschen Liebeskummer und ach, irgendwie ist alles blöd. Lass dich auf jeden Fall nicht ärgern. Nein, runterziehen. Ach, pack's doch schon. Ja. Oh, die Kleinigkeit. Ich geh mal hin, ja? Ja. Soll ich die gleich mitnehmen? Okay, super.